Schiedsrichter Lecker im neuen Jahr bei Ihnen. Tolle Stimmung in Hamburg, tolle Gerichte, tolle Gäste. An meiner Seite ein Mann, bei dem ich zweimal hinschauen muss, denn er ist, glaube ich, nur noch die Hälfte. Aber er ist wirklich da. Ja. Herzlich willkommen, hier ist Bernd Stelder. Lieber Bernd, wenn man dich so sieht, dann hat man eigentlich den Eindruck, dass du gar nichts mehr isst. Doch, doch, natürlich. Was isst du? Ich esse sehr gerne. Ich frühstücke morgens ganz ausgiebig, ganz toll. Mittagessen komme ich meist beruflich nicht dazu. Und abends esse ich auch wunderbar, nur dann eben ohne Kartoffeln, ohne Brot, ohne Reis und ohne Nudeln. Das heißt gar nichts? Doch. Fleisch, Fisch, Gemüse, Salat, das esse ich doch alles. Und ich mache dreimal die Woche Sport. Und damit du heute was Gescheites isst, darfst du auch was kochen, und zwar ein schönes Dessert. Ja, prima. Ein Gelee aus Papaya mit Orangen, dazu einen Kokosbiskuit und ein selbstgemachtes Johannisbeersorbet. Das ist doch keine Nudeln, kein Reis, wunderbar. Ja, geht doch. So, liebe Zuschauer, und ich werde auch was zubereiten für Sie. Und zwar, wir haben da vorne so nicht ganz groß gewachsene Hühner. Guck mal hier. Ja. Nämlich Wachtel, ja. Das sind Wachteln, die werden wir schön garen mit Kräutern. Und dazu gibt es Spitzkohl und auch gibt es dazu Couscous. Wunderbar. Einfach schauen. Begeisterung ist groß. So. Aber, liebe Zuschauer, was wäre diese Sendung ohne den Mann, der ständig versucht, was Gutes zu kochen? Wo hast du dann die Betonung hingelegt? Hier ist Horst Lichter. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Also ich muss sagen, man merkt bei Johann heute ein klein bisschen Neid raus. Weil ich meine, ich bewundere Bernd Stelter. Ich finde es sensationell, dass er sich so verloren hat. Aber er hätte schon gerne Nasan Eckes an seiner Seite gehabt. Ha. Weißt du, also ich muss sagen, Nasan, er hat ja gesagt, ein Mann an seiner Seite, der immer versucht, etwas Leckeres zu machen. Ich versuch's wenigstens. Und heute habe ich mir natürlich ein Gericht ausgesucht, was wir beide zusammen machen werden, wo ich sage, wir werden viel Zeit haben für uns beide. Das ist sehr gut. Ja, weil Nasan wird nämlich einen kleinen Pfannkuchen machen, eine ganz kleine, ein Cremchen, kalt angerührt, mit Lachs belegt, aufgerollt, Rolleckes, fertig, 7 Minuten. Ich werde ein Schweinefiletchen anbraten, ein lecker Sößchen machen, abgratinieren in den Backofen. Und dann habe ich nur noch Zeit für dich. Übrigens, die Diät habe ich auch probiert. Bernd, nur schon mal, damit du von Weitem weißt. So, das habe ich. Erklär Bernd gleich mal, wieso ich meine Diät schief war. Warum deine Diät nicht funktioniert. Weil ich muss jetzt erstmal den Menschen begrüßen, der selbst die Wachteln selber schießen geht. Johann. Grüß dich. Das arme Tier. Das arme Tier. So, genau. Nur ganz kurz mixen. So, und jetzt. Johann, kannst du dich noch erinnern? Vor 2 Wochen hast du hier Fasan gemacht, ja, den du selber geschossen hast und hast aus Versehen 2 Königspudel miterlegt. Jetzt machst du Wachteln. Nein. Wo sind die Dackel, die du dabei geschossen hast? Aber ich habe eine ganz spezielle Aufgabe für dich. Für mich. Genau, du hast versprochen den Zuschauern, vor 14 Tagen, als wir die letzte Sendung hatten, Anfang Januar, du zeigst den Zuschauern, wie man mal ein richtiges, weichgekochtes Ei zubereitet. Hier, bitteschön, ist dein Ei und ich möchte einmal von dir sehen, wie man richtig Eier kocht. Das schaffe ich aber nicht in 35 Minuten. Ich brauche länger. Übrigens, Bernd, deine Diät. Ja. Die habe ich ausprobiert. Ja. Du musst mir noch mal einen Tipp geben mit den Uhrzeiten. Also ich frühstücke morgens sehr viel und sehr gerne. Mittags habe ich keine Zeit wie du. Ja. Abends esse ich dafür nichts, weil ich warte immer bis zum nächsten Morgen. Das heißt, so 12:15, also 0:15 Uhr fange ich an, aber dann wieder mit Kartoffeln, Nudeln und allem. Weil es ist ja ein neuer Tag. Und irgendwie läuft da was ganz schief. Ich finde, da machst du es eigentlich völlig richtig. Die Figur ist perfekt. Besser kann man nicht aussehen. Alle Frauen stimmen zu. Ist genauso mein. Okay. So, Nasan, mein Kind. Genau.
Eier schön aufschlagen, machst erstmal schön so. Pfannkuchenteig. Durchpassieren. Danach machst du die kalte Soße. Durchdrücken jetzt halt. Ja? Und dann den Teig. Hast du das schon mal gemacht? Genau. Nein. Noch nie? Nee. Hast du den überhaupt schon mal gekocht? Nee. Noch nie? Das tut mir sehr leid für dich. Nur ganz, ganz einfache Sachen. Also so Pasta und so weiter, das kriege ich gerade noch hin. Ich habe mir auch schon überlegt, ob du dieses einfache Rezept für mich ausgesucht hast, weil ich beim letzten Mal, glaube ich, irgendwas verbrannt habe. Kann das sein? Erinnerst du dich? Ich kann mich erinnern, dass wir das nachher nicht mehr wirklich von der Pfanne lösen konnten. Das waren Äpfel, oder? Die etwas verbrannt. Das waren echte Brandäpfel, die sie gemacht hat. Aber weißt du, dann habe ich eine ganz andere Aufgabe. Aber das kriege ich heute hin. Heute wird's. Also, wir fangen ganz hinten an. Ein Topf, ein Ei. Richtig. Jetzt kochst du erstmal Wasser. Wasser. Ohne dass es anbrennt. Leg das Ei weg. Nein. Doch. Ja. Okay. Hol Wasser. Kannst du das? Das kann ich. Das kriege ich gerade noch hin. Oder auch nicht. Nee, das brennt an. Nee, guck mal, nimm den anderen Hahn. Ja. Siehst du, wenn man den Hahn aufdreht, fließt Wasser. Richtig. Und stell's auf den Ofen. Dankeschön. Dankeschön, Nasan. So. Darf ich mal den Zuschauern zeigen, wie man seine Wachtel zerlegt? Johann, bitte, Moment, wir machen erst die Eiernummer. Wir müssen erst mal die Eier. So, erst wenn die Eiernummer fertig ist, darfst du starten. So, jetzt machen wir noch Temperatur. Und jetzt musst du das Ei anstechen. Wo ist der Stecher? Der Stecher. Johann, so hat mich sehr lange keiner mehr genannt. Das macht mich sehr stolz. Ja, das war der Spitzname in meiner Schule. Ach so, mit dem. Ja, so, du kannst das auch mit einem Messerchen, ja? Ich weiß nicht, wie ich das unfallfrei hinkriege. Egal. Pass auf falsche Seite. Ah, siehste. Wir gehen mal Hilfe holen vom Sternekoch. Nee, Johann. Moment, das muss doch das kriechen. Ja? Ah. Warte. Nein, nicht noch der Finger. Nicht anklopfen, da ist keiner drin. Ja. Doch, da ist einer drin. Muss doch gehen, da. Ja. Perfekt. Sehr schön. So, wunderbar. Hier, noch, ja genau, noch fester und das zweite auch. Weißt du, warum wir da Loch da reingemacht haben? Damit es nicht platzte beim Kochen. Das heißt, du machst das Ei in kochendes Wasser? Ja, Johann, wie denn sonst? Soll ich ja den kalten Wasser erstmal an Wasser gewöhnen, oder was? Dann ich sag, du, guck mal hier, gewöhn dich schon mal da, nass, bach, nein, kochendes Wasser, Johann. Okay. So, jetzt machst du trotzdem Pfannkuchen. Ich hab keine Ahnung, was mir Eier kocht. So. Ja? Also jetzt muss man schön die Wachtel erstmal zerteilen, ja? Wir müssen nach hinten, guck mal hier, am Fuß hinten erstmal lösen, diese Fesseln. Ich mag, dass du so tierlieb bist, Johann. Man merkt's wirklich bei allem. Siehst du, das muss weg da, sonst ist der her. Er löst die Tiere von der Fessel, meine Damen und Herren. Ja, ist doch so. So, jetzt ist das weg, ja? Dann kannst du es gleich nachher beim Braten schön aufschieben, ja? Dann wird es nicht so, sieht es nicht so abgemagert aus. Und jetzt schneidet man hinten von der Wachtel das Rückgrat raus. Ich finde, das sieht ein bisschen obszön aus, was du da machst, Johann. Warum? Ich kann nicht dafür. Wieso? Ja, vor allen Dingen, dass du denen die Beine hochschiebst, als wenn das eine Hose wäre. Tja, das rausschneiden. Und jetzt ist wichtig, dass die Wachtel flach drücken. Siehst du hier? Ist klar. Hause so. Ruhig platt. So. Hättest du direkt mit dem Auto erlegen können. Ja, siehst du? So. Gut. Einfach nur flach drücken. So. Jetzt werden die Wachteln erstmal so angebraten in einer Pfanne mit Butterschmalz oder mit Olivenöl. Also deine bist du fertig? Sorbet macht aber Muckis. Ja, das musst du. Du musst ja was arbeiten hier. So, also Johannisbeeren einfach mixen mit Läuterzucker, also Zuckersirup, Wasser und Zucker 1:1. Und dann rein. Johann, komm. Was? Ja, warte, ich bin gerade in Trauer. Ja. Ich muss jetzt gerade. Moment. So. Jetzt komm hier in die vergrabenen Garten. Jetzt hör auf, da jetzt da, Horst. Das arme Tier. Nein, die musst du essen, die sind dafür da. Stell dir mal vor, du würdest heute nichts mehr essen, was rumfliegt. Da würden wir uns alle auffressen, die Viecher. Ja, Flugzeuge, Zeppeline, Luftballons. Stewardessen. Okay. Du wollen irgendwie Eismaschinen? Ja, das kann ich.
So, Bernd, hier ist eine Gummispachtel und dann kannst du das alles reinmachen in die Eisen, damit so. Das Sorbet gefriert. Oder noch mehr. Warte mal, wir fühlen mal ganz. So, wir gucken mal gerade. Sie hat den Teig schon angerührt, das heißt die Eier schön angemixt, Mehl untergehoben, Milch dazu gegeben. Milch dazu. Aber du hast alles an Milch dazu gegeben jetzt, ne? Ah ja, sollte ich nicht. Nee, nicht unbedingt, weil eigentlich nur so viel Milch, bis es schön sämig ist. Der ist jetzt sehr dünn, weißt du? Schon wieder alles falsch gemacht. Naja. Wie retten wir das denn jetzt mit ein bisschen Mehl? Weißt du, das ist ein Stelterteich, sehr dünn. Ne? Was ist das? Ein Stelterteich, sehr dünn. Ein sehr dünner Teich. Sehr dünn. Ja. Nein, das Problem war ja, ich war einfach auf dem Weg, zu dick zu werden. Nein, das kannst du so nicht sagen. Neben Kalmund hast du immer noch ausgesehen wie eine Gazelle. Es gab Momente, da wollte ich das Handy von der linken in die rechte Hand legen und musste werfen. Ja? Aber ich hatte Blutgruppe Nutella positiv. Es war wirklich. Ganz obwohl, am Schluss habe ich angefangen, beim Rückwärtsgehen zu piepen. Ich musste aufhören. Alles wegräumen hier vorne und dann schneiden auf jetzt. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, bloß wenn man dreimal in der Tür vom Wohnwagen hängen bleibt, ist man nicht unbedingt zu dick. Ne? Die gibt es ja auch als Klapptüre. So, wenn das Wasser kocht, tun wir dann das Ei rein, dann müssen wir aber auf die Uhr gucken. Ja. Hier machst du hier schon mal Pfännchen langsam warm für den Pfannkuchenteig. Ja. Und dann rührst du das Sößchen an, ja? Da dann hier hast du Frischkäse. Nee, abschmecken. Okay. Ein bisschen Sahne-Meerrettich, ein bisschen Senf, Honig dazu. Ein Teil von dem Dill fein schneiden, unterheben, mit Salz und Pfeffer abschmecken, okay? Ist das hier schon an? Die ist an, ja. Das merkst du, wenn du die Hand reinlegst und es tut weh. Dann ist ganz fies. Das mache ich jetzt mal nicht. Warte mal, ich tue dir hier auch ein Tröpfchen Öl rein. Johann, du hast ja heute ein vom Schwierigkeitsgrad sehr hohes Gericht ausgesucht. Ja, klar. Tu da noch ein bisschen mit rein. So, guck mal hier, die Wachteln werden jetzt kurz angebraten, ja? Und werden jetzt gleich umgedreht und kommen dann in den Ofen. Das machen viele, das sind dann automatisch so. Johann, du hast ja schon wieder die Kräuter jetzt schon in der Pfanne, die verbrennen doch. Nein, die werden nur ganz zart hier mitgegart. Die geben das Aroma erst an, wenn sie warm gemacht werden. Guck mal. So, mit Butter rein. Aber in der Küchenschlacht sagst du jedem, die verbrennen, wenn man die frühzeitig mit rein tut. Du hast mich mit dem Schubeck verwechselt. Das ist aber nicht schwer. Doch. Dankeschön, Bernd. Wieso ist das nicht schwer? Die sind, die sind ja beide gleich blond. Nur an der Haarfarbe unterscheiden. Du sollst die Finis rausschneiden. Was machst du für einen Schwachsinn hier? Die Finis rausschneiden. Scheiß ihn zusammen, Johann. Hast du gesehen, Nathan? Du hast mir gesagt, schälen und... Nein! Du hast mir gesagt, schälen und Würfel machen. Komm her. Ist nicht so schlimm. Nein. Ja, her, Bernd. Ja. So. Ja. Du sagst schälen. Aber jetzt weißt du, weil ich drei Jahre mitmache hier. Ich hatte gesagt, abschneiden hier und dann die Filets ausschneiden. Na, hast du nicht. Du hast gleich so Würfel machen. Ja, aber erstmal nur die Filets. Ich war bei den Würfeln dran. Du musst dich auch deutlich ausdrücken. Bernd, ja? Kommst du bitte rüber, bevor da drüben Streit gibt? Ja, so, und jetzt schneidest du dieses für den Würfel. Ah, ja, siehst du, man muss, wenn man mir das erklärt, das ist kann ich das. Das geht auch noch einigermaßen hier. Ja. Aber das Weiße geht gar nicht. Das schmeißen wir weg, das kriegst du zu essen. Johann, kann aber auch sein, dass er das extra falsch macht, weil er nichts mehr essen möchte. Ne? Wegen der Diät. So. Na, Sahn, alles okay? Nö. Wir steigen jetzt auf die Wachtel oben drauf. Bin ich sicher, ob ich das jetzt schon nachmachen kann. Und vor allem wie viel? Wie viel? So. Ja, pass auf, mach mal rein, wie du denkst. Nö, mach du mal, ist ja dein Ding da. Ne? Werden ja deine Pfannkuchen. So, aber hast du viele Pfannkuchen bei dir? Reicht das? Nee, mach das. Sehr süß. Das sieht eher so aus wie Bleigießen. Ja, ja. Pfannkuchen werden. Ich dachte, die sollen nur so klein werden. Ja, warum? Aber weißt, Pfannkuchen sehen so ganz klasse aus, wenn die rund sind. Ja? Und wenn du ein bisschen reintusten, lässt das dann verlaufen. Da war ein bisschen viel Öl drin. Aber Mini-Pfannkuchen ist das dann auch nicht mehr. Nee, wir können die ja klein ausstechen, wenn wir möchten, okay? Guck mal, hier. Oder machst du sehr schön, Johann. Einfach spitzvoll, ganz fein schneiden, ja? Nachher. Gibt's das dazu? So, Bernd, wie schaut's aus bei dir? Ah, blendend, du. Ich filetiere diese Orange. Gut, sehr gut. Da. Geht doch, guck mal. Ich habe jetzt einen Fächer gebastelt. Wunderbar. So,
So. Und das ist übrigens hier eine Papaya. Eine ganz wunderbare Frucht. Die schneidet man erstmal auf und macht dann die Kerne raus. Ja. Bleibt da noch was übrig? Ja, klar. Ja. Super, super saftig. Guck mal her. Einfach rausmachen damit. Wir brauchen dann eine Uhr. Löffel. Haben wir eine Eieruhr? Eine Eieruhr? Ja, aber wir wollen ja ein Ei kochen. Oder irgendeiner muss die Zeit stoppen. Ich stoppe jetzt. Soll ich mal anfangen? Ja, warte. Moment. Ich schaue einen Löffel. Moment. Oder von 360 langsam runterzählen. Können wir auch machen. So, eins, zwei. So rein. Stoppen. Okay, läuft. Johann läuft. So. Ich bin ja gespannt auf das Ei. Ich jetzt, nicht nur du, Johann. Ich hätte gern wachsweich, ja? Wachsweich, gerne, ja. Johann. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus hier. Nee, aber auch nicht sehr gut. Aber. Wie soll ich denn so kochen lernen? Ja, aber im Großen und Ganzen, Nasan, ja, macht mich das schon stolz. Das ist schon eine ganz andere Nummer wie beim letzten Mal. Noch hätte ich Gelegenheit, irgendwas was zu verbrennen. Was wird das? Das da? Ja. Ja, lass dich mal überraschen. Nein, jetzt, was macht ihr heute? Lasst uns ja auch noch überraschen. Nicht so viel dann rumfummeln, lass den erstmal hart werden. Okay, man meint ja immer, man müsste ständig dazu. Ja, das stimmt. Aber weißt du, bei Pfannkuchen ist so, wenn man die in Ruhe lässt, werden sie schön fest. Gut. Und es gibt Dinge, da muss man viel dran rumfummeln. Das lassen wir jetzt aber. Rührei zum Beispiel, ne? Rührei. Rührei muss man viel dran rumfummeln, ne, Johann? Ja, klar. So, wenn das soweit ist, ja? Wie geht's dem neuen Jahr? Du, wenn ich ganz ehrlich bin, Johann, mir geht's mittlerweile sehr gut. Wie geht's dir denn so jetzt nach der Geburtstagsfeier von mir? Du warst ja breit wie eine Elfe, du. Mein lieber Scholli, du. Ja. Aber ich mache jetzt auch einen Pilotenschein, habe ich mir überlegt, Johann. Ja. Ja, weil ich gesehen habe, dass du nach der Party mit dem ganzen Zeug im Kopf noch geflogen bist, mit dem Hubschrauber. Oh nein. Er hat 18 Gin Tonic und noch Hubschrauber geflogen. Horst. Er hat mir direkt gesagt, oben. Horst, es brennt. Ja, dann tust du dir drauf. Dreh mal um. Oh, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. So, warte mal, da mach, wir machen jetzt einen neuen. Du machst jetzt Öl. So. So, und den bringst du dann. Ach komm, ich mach schon. Wegschmeißen? Nee, nicht wegschmeißen, bist du doll. Man kann alles nochmal verwerten. Wären Sie so lieb, den zum Herrn Melzer zu bringen? Der wohnt zwei Straßen um der Ecke. Es tut mir so leid. Sie müssen das nicht essen. Nee, Tim freut sich. Geben Sie es ruhig weiter. So, pass auf, wir lassen mal ganz in Ruhe. Du solltest Johann mal fragen, wie viel Uhr wir haben. Als ich das letzte Mal hier war, da habe ich auch mit dir gekocht, Horst. Weißt ja, du das noch? War sehr schön. Ja, da hat uns der Johann dreimal die Pinienkerne weggeworfen. Oh ja, das weiß ich noch. Und du hast so geschimpft, weil ich so schlecht gekocht habe. Nein, nein, doch, ich habe nicht und dann über dich hast du bei dem Vanillehuhn die Vanille vergessen. Hab ich? Ja. Das warst du. Wo ist denn schöner? Sei mal ganz ehrlich. Ja, zwischen euch kochen darf man ja nicht. Auch schön. Ne? Habe ich mir aber elegant rausgeredet jetzt. Das ne? Ist jetzt sehr schön rausgeredet. Das hätte ja sehr schief gehen. Das ist übrigens hier Couscous. Guck mal, Instant Couscous. Einfach kurz in heißer Brühe eingeweicht. Ja? Der wird jetzt ganz locker, wird nur so ein bisschen zerbröseln, damit er wieder ganz fein. Ja. Instant Couscous ist aber keine Sterneküche. Ne? Warum? Geht schnell, ne? Ja. Instant Couscous geht schnell. Guck mal. Nein, wir reden hier über diesen Pfannkuchen. Guck mal, Johann, das ist jetzt eine ganz neue Farbe. Den kann man aber noch nehmen. Den kann man noch nehmen, ne? Den kann man noch nehmen, ja klar. Verdammt. Kommt ja eine weiße Creme drauf. Sieht keiner, meinst du? Ja, sieht keiner mehr. Und schon mal einen Teller, pass damit du die alle jetzt da drauflegen kannst. Jetzt brennt es hier schon wieder. Schnell. Nasan, wie lange ist das Ei jetzt schon im Wasser? Oh Gott. Johann, sehr schön. Johann, 4 Minuten haben wir es drin, Johann. Also ich habe zwar einen Sekundenzeiger gedrückt, aber ich wusste nicht, wann der losging.
Also pass auf, wir werden vom Gefühl her. Lass uns noch 10 Minuten, nein, wenn du kriegst, 5 Minuten das Ei fünf, rausholen. 5 okay? Minuten sind jetzt um. Vom Gefühl her. Nee, 5 Minuten sind noch nicht um, Johann. Nee. Doch. Doch. Nee, glaub ich nicht. Sind 5 Minuten um? Ja, siehst du. Ja, was denn jetzt? Ja. Sag mal, kommt stimmt hier. Man jetzt schon ab, wie viel Uhr es ist? So. So, na, also, du machst schön das Fähnchen. Ich hab schon Ende gewürfelt. Ja, wunderbar. Jetzt musst du das mischen. Ja. Und dann den Fernsehen einfüllen davon. Johann? In diese Fähnchen. Jetzt sind 5 Minuten rum, sagt meine innere Uhr. Okay, gut. So. Ei abschrecken. Hier ran. Johann, warum ein Ei abschrecken? Damit sich die Schale löst. Du bist ein Traum. Ist natürlich vollkommener Blödsinn, ist das. So, weil ich löffel ein Ei daraus. Wonach muss die Creme schmecken? Bitte? Wonach muss denn die Creme eigentlich schmecken? Ja, genau. Schön wäre, wenn sie lecker wäre. Und so ein bisschen cremig vielleicht, weißt du? Arbeite dran. Du könntest übrigens noch mal einen Pfannkuchen backen, sobald der Löffel gar ist hier. Nee, ich find's toll, weißt du? War das die letzte Einladung von dir, Horst? Nein, das ist nicht die letzte Einladung. Langsam muss ich sagen. Ich habe noch eine Chance. Du bist ja schon auf einem ganz anderen Niveau wie letztes Mal. Ich würde alles tun, um dich zu beeindrucken, weißt du? Wow. Jetzt denk mal länger nach. Wow. Mach das nicht. Das könnte ganz spannend werden. Wenn wir heute fertig sind, du hast 800 Pfannkuchen gemacht. So. Wir haben jetzt hier wollen ja alle satt werden, oder? Mhm. Ein Mürbeteig hergestellt aus Butter, Kokosraspel geröstet, Ei, Zucker, Mehl. Jetzt machen wir daraus so schöne Stücke nachher zum Anrichten, so einen richtig schönen Kokosmürbeteig, ja? Johann? Ja, bitte. Guck mal. Dein Ei, mach es bitte mal auf, ob es für dich wachsig genug ist. Was hast du jetzt gemacht? Ja, sagen wir mal so, Nasan hat das gemacht. Was? Das Ei gekocht, ne? Ja. Du hast gesagt, die 5 Minuten sind um. Also du bist mitschuld, wenn da jetzt irgendwas schief gegangen ist. Nee, ist meine innere Uhr gewesen. So. Guck mal, geht doch. Das geht, der ist sehr schön. Du musst aber nicht für jeden Pfannkuchen einen neuen Teller nehmen. Warum? Weil wir die dann nachher noch beschmieren und alles. Okay. So, einer geht noch. Jetzt bin ich mal gespannt, Johann. Haben wir keinen Löffel da? Den haben wir nicht, ha? Johann, ich finde, es ist ein Ei. Du kannst schon mal. Und? Sag, wie doof sind wir eigentlich? Jetzt zeigen wir den Zuschauern in der Sendung, wie man Eier kocht. Ja. Ja. Das ist die. Das ist die erste Kochsendung. So kleine Löffel habt ihr nicht. Das ist die erste Kochsendung im deutschen Fernsehen, wo zwei Köche. Kochen. Ja, das ist ja auch die etwas andere Kochschule. Ja. Guck mal. Nächstes Mal schneiden wir, wie wir Brot schneiden. Es gibt Menschen, denen das hilft. Viele Leute lassen ja Wasser anbrennen. Guck mal, und so. Ist das nicht perfekt, dass ein Nasan? Guck dir mal dein Ei an. Mach bitte Salz drauf. Mach du bitte Salz drauf. Hier Salz bitte, Johann. Salz drauf. Applaus bitte für dieses Ei. Ab jetzt? Jetzt. So, weißt du, was das ja, schön diese, ist? Guck mal, diese Gurme und diese perfekt probieren, ja? Ja. So, meine Damen und Herren, und dieses Ei würde jetzt in einem normalen Haushalt 20 Cent kosten. Sobald es aber auf der Stromburg so gekocht also wird, so serviert wird, 18,90 Euro. Aber lecker. Johann. Wie würdest du dieses sagen, Horst, komm mal wieder zu mir. Ja. Also, komm her. Wie würdest du dieses Gericht nennen? Warte, ich muss jetzt wirklich ein Kompliment machen. Ja. Du hast schon vieles hier gemacht. Ja. Aber das war heute so ziemlich das Beste, was ich jemals von dir gewusst habe. Scheiße. Dabei hat er gar keine Butter dran getan, ne? Warte mal, hier, komm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Nasan. Bernd, weißt du, ob du was kochst heute? Nee. Das ist hier Orangensaft, ja. Zucker und Gelatine. Jetzt musst du das Gelee da drauf gießen. Da drauf.
Ja? Ja. Und schön reinlaufen lassen. Immer schön reinlaufen lassen. Das ist mein Motto. Johann, möchtest du anrufen oder soll ich anrufen? Ruf du an, ich habe keine Zeit. Ich rufe den Peter Penjak aus Passau an. Passau? Ja, den Peter Penjak aus Passau. Ja, das ist Passau in Bayern. Sag du mal, Peter Penjak aus Passau. Peter Penjak aus Passau. Ich wusste es, dann heißt er mit B. Peter Penjak mit Passau. Peter Penjak aus Passau. So. Komm, so. Hier rein jetzt. So. Vollgießen. Hallo? Ja, hallo Herr Penjak, Lichter am Apparat von Laferlichter Lecker. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Herr Lichter, hallo. Hallöchen, was darf ich für Sie tun? Ihr Applaus. Ich hätte eine Frage. Und zwar mit diesem Couscous, der Polenta und dem Bulgur, das sieht ja alles immer ziemlich gleich aus. Wo liegt denn da der Unterschied genau? Ich hab's jetzt nicht richtig verstanden. Der Kuss für Poletto? Nein. Couscous, Couscous, Polenta und Bulgur. Wo da der Unterschied liegt. Ja, erklär das mal. Das hört sich an wie die Stürmer der türkischen Nationalmannschaft. Moment, ich geb sie mal zu einem Fachmann rüber. Ja. Herr Johann. Ja, bitte. Hier, erklär mal gerade, also Couscous kenne ich ja, da machen wir zwei, bevor wir schlafen gehen. Polenta, hier ist der Peter Benja aus Passau. Schieb mal bitte rein den Teig. Ja, bitte schön, Johann, ich schieb den Johann Lafer, servus. Peter Benja, hallo. Also, der Reihe nach. Couscous besteht aus Weizen, Gerste oder Hirse. Da wird so ein Brei gekocht, da werden daraus so kleine Kügelchen geformt und diese wird dann getrocknet. Ah ja. Ja, Bulgur stammt aus Weizen. Das wird dann einfach, glaube ich, auch hergestellt. Mit, also wenn du es nicht richtig lesen kannst, halte ich es hoch, Johann. Das ist ein absoluter Drecksack. Vorwiegend Hartweizen, der Weizen wird geschält. Komm, lies vor. Also, bei Bulgur wird der Weizen mit geschält, vorgekocht und wieder getrocknet. Nach der Trocknung wird er grob oder fein mit einem sogenannten Grützeschneider zerkleinert, also zu Grieß vermahlen. Ist das die Creme? Und wenn Sie das jetzt nicht alles in der Geschwindigkeit mitkriegen, wir können Ihnen das schicken. Polenta wird aus Maisgrieß zubereitet. Hierbei wird der Maisgrieß vorgegart und ist grob gekörnt bis fein gemahlen. Im Supermarkt erhält ich, das wusste ich auch. Also, sind Sie damit zufrieden? Johann, ich hab noch eine Frage, wo spielt jetzt der Bulgur auf welcher Position? Das scheint wohl sehr witzig für Sie zu sein, oder? Ja, das hat mich mal so interessiert, ja. Ich hab mich auch. Von der Zusammensetzung. Ja. Haben Sie noch eine Frage an den Horst? Ob ich eine Frage an Horst habe? Ja. Jetzt tut ihr das nicht, ne? Nee. Ich hab nichts vorbereitet, ich hab nichts geschrieben, hör auf. Also, in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Nachmittag, ja? Danke, wünsche ich Ihnen auch. Servus, grüße Herr Passau, ciao. Ich hab die Orangen-Papaya-Saft-Geschichte. Warte mal, in Tiefkühler jetzt rein. In Tiefkühler. Warte mal, halt ganz kurz. Da leicht umrühren, dass es auch wirklich fest wird. Johann? Ja? In den Eisschrank kann ich da einziehen, da ist ja noch nichts drin. So, komm, jetzt rein guck damit. Guck dir mal an, ne? Da sagen die Eisbären, das wäre nicht mehr kalt. Guck mal hier, kannst du einen reinsetzen. So. Ja, du denkst es wahrscheinlich, wenn du neben der Nase anstehst, dann musst du zwischendurch mal so ein bisschen gekühlt werden. Ja, guck mal, wenn du noch 3 Kilo abnimmst, kannst du mit dem Zeug reingehen. Ja. Meine Herr. So, wir machen jetzt zusammen das Gemüse. Komm, Bernd. Ach, Nase. Schmeckt das? Und zwar... Also, ich finde... Probier mal, das ist schon cool, ja. Wir machen jetzt da rein, erstmal Spitzkohl braten wir an in etwas Olivenöl. Weißt du, was mich ein bisschen stutzig macht? Probier mal. Du hast seit 8 Minuten keinen Pfannkuchen. So. Ich glaube, ich muss aber überschneiden. Komm, tu wenigstens so, als ob es schmeckt.
Du hast mir nicht gesagt, wonach es schmecken soll. Und ich finde, so schmeckt es. Also ich finde es sehr lecker. Wo ist es? Wo ist es? Ganz. Komm, Johann, du darfst natürlich nicht vergessen, ich habe ja auch nicht gesagt, wonach es schmeckt. Ob es wirklich lecker ist, wer mir beurteilt. Und genau so schmeckt es. Die Mobbing. Das ist auch Mobbing. Das ist Mobbing. Nasa, nur weil wir beide hübscher sind. Sag mal, war denn der Schlüssel überhaupt was drin? Ja, natürlich. Johann. Was soll ich schmecken? Mein feiner Herr Lafer, eine Remoulade mit Zucker? Kann das sein? Das ist ein Hauch von nichts, was wir da haben. Ja, sehr lecker. Ja. Ja, die warte. Frage ist, habt ihr was zum Trinken? Nee. Weißt du, was ich dazu nur sagen kann, Nasa? Die hatten noch nie wirklich Hunger. Wenn die richtig Hunger haben, wissen die, wie gut dann, das ist. Ja gut, dann schmeckt alles. Das hätte ich jetzt so nicht gesagt. So, pass auf, Nathan. Jetzt, da ich Zeit habe. Haben wir das. Wir brauchen jetzt nächstes. Kannst du mal hier vorne sauber machen. Was machen wir da draus? Kleine Pfannkuchen? Ein paar Bayerstücke schneiden nachher. Für die Garnitur. Ja? Ich brate jetzt erstmal an, meine vier Schalotten und Knoblauch für meinen Spitzkohl. So, runterschalten wir hier, wenn es zu heiß ist. So, die Reste. Dann gehen wir Knoblauch rein. Wo ist mein wunderbar. Knoblauchschneider? Besser zu dünn wie zu dick. Wenn der nicht da ist, hat der Lichter den sabotiert, glaube ich. Was denn? Knoblauchschneider fehlt. Nee, den Knoblauchschneider? Nein, wir hacken den schon keinen. Ich finde, der sollte sowieso gepresst werden. Ja, genau. So, Knoblauch, Schalotten anschwitzen. Nee, das ist wunderbar. Das hat eine wunderbare Süße. Mir schmeckt das. Ich finde das klasse. Was meinst du, wenn der Fisch drauf ist? Der Fisch überdeckt den Geschmack und dann ist alles gut. So, Spitzkohl haben wir hier. Wir lassen nachher Unparteiische mal probieren, und zwar das Publikum. Macht uns Eis. Du feststellen, wie begeistert die sind. Begeistert, dass Stürme wird es geben. So. Das wird nachher wahrscheinlich in Dosen verkauft werden, weil die Leute so begeistert sind. Stimmt. So. Guck mal hier, was du schöne, gleichmäßige, runde Pfannkuchen backen kannst. Wahnsinn, ne? Ne? Man muss sie zwar nachher ausstechen, aber es klappt. Also ich muss eins sagen, Leute, wirklich. Ja, Johann? Das Ei war super. Nee. Nee. Hier. Wie nee? Das Ei war gut, wirklich. Aber die Steigerung vom Ei ist das Sorbet. Guck mal hier. Konsistenz vom Feinsten. Ja, wer hat das wohl vorbereitet? Ja. Probier den Geschmack. Na, sagen. Jetzt sag mal ganz ehrlich. Sorbet von roten Johannisbeeren. Hier gemacht, live von der Farbe. Und schmeckt? Sag nichts Falsches. Denk dran, was er über deine Creme gesagt hat. Kann ich was zu trinken haben? Oh, ich finde das sehr kalt und bitter. Vor allem kalt, ne? Ist er nicht kalt? Sehr kalt. Oh, und dafür in der Küche. Also, wenn man das probiert hat, dann weiß man, wie damals die Popgruppe Luv auf die ins Lied gekommen ist. Hey, du, wir haben ein junges Publikum. Hey, hello, so you're my greatest laugher. Haben die damals schon gesungen? Hammer. Hammer. Hammer, oder? Super. Lecker. Ja, oder? Okay. Ich sag immer Mr. Laffer Laffer. Was siehst du mal heute? Das ist mir viel lieber. So, pass auf, du kannst das natürlich auch pinseln. Wir können es auch, ja, obwohl. Ja, ich hole jetzt mal einen Spitzkohl rein, da kurz. Pinseln, ja. So, wir können die aber mit dem Löffelchen machen. Kurz, Andi, wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Noch 6 Minuten, Johann. Fertig, ich habe meiner Frau gesagt, ich werde zum Frühstück zu Hause. So. Du isst dann nichts zum Frühstück. Ja. So, guck mal. Dann nimmst du den Lachs. So, Spitzkohl mit Couscous. In 6 Minuten, wenn das hier nicht klappt, können wir immer noch mal ein Ei kochen. Ne? Klappt. So. Boah, das Sorbet war so kalt, ich schmeck nichts mehr. Du auch? Mhm. Mein Gott, war das kalt. Seit wann gibt es ein warmes Sorbet? Oh. Ach nee, das war ein Soufflé, ne? So, ich mache jetzt gerade noch die Glasur für die Wachtel. Und zwar habe ich hier vorne Cranberry-Honig. Johann, ist Soufflé, ein Sorbet nicht halbgefrorenes? Nein, halbgefrorenes ist ganz was anderes.
Was ist das so. Denn dann? Dazu geben wir noch ein paar Pinienkerne. Du tust jetzt schön mal ganz leicht alles auflösen mit ein bisschen Brühe. Jetzt antwortet der schon nicht mehr. Halbgefroren ist ein Eis, was nicht in der Eismaschine gefroren wird, sondern nur im Tiefkühler. Sorbet ist ein Fruchtsaft, der gefroren wird mit im Zusatz von Zucker. Ohne Sahne. Sorbet. Und das ohne Ablesen, meine Damen und Herren. Es ist nur schade, dass jetzt keiner angerufen hat, weißt du? Da hätte man ganz dicke Hosen machen können. Die rollst du jetzt alle so schön auf so. Wie das da. Legst sie auf einen hübschen Teller. Ja. Die Enden abschneiden, ne? Ja, musst du gar nicht mehr, weil die sehen so hübsch aus. Die lässt du so, wie sie sind. Ja. Ich hab dir gesagt, schöne Stücke. Ja, sind die. Ach, ich finde die super. Jetzt gibt mir Ärger. Das kenne ich. Hör mal, da lob ich den Bengel hier über den grünen Klee. Und was kriegst du dafür? Nix. Ehrlich. Ja, Einschleimen geht bei dir. Ja, pass auf, jetzt guck doch mal das an. Ich mein, wie soll ich denn daraus eine schöne Dekoration auf dem Teller machen? Ja, das ist aber dein Problem. Du bist der Sternekoch. Okay. Das sind wunderbare Stücke, die sind prima. Ich hab eine Idee jetzt. Komm her. Und zwar magst du Folgendes. Wir wissen uns zu helfen. Guck mal. Ja, ja, natürlich. Zeig mal dem Zuschauer, wie man aus nichts viel. Wie man aus nichts viel machen kann. Johann, koch doch schnell ein Ei. Nein, nichts. Schau, jetzt nimmst du einen Ring hier. So, einen Ring. Wo ist der jetzt? Da. Und du wirst das jetzt reinschlichten. Ja. Und festdrücken. Pass auf, jetzt zeigen wir jetzt mal den Zuschauern, wie man aus etwas Verkorkstem was Gutes machen kann. Es ist nicht verkorkst, es ist super. Johann, das mache ich jede Woche Samstag. Ich hatte das genauso vor. Guck mal, schön hier rein so. Ja. Aber so. Siehst du, das ist wieder Johann, aus Scheiße Gold machen. So, guck mal. Jetzt einfach hochziehen. Haut sogar von der Farbe hin. Schau her. Ja, wunderbar. So hatte ich das geplant. So, geh mal aus dem Kühlschrank bitte raus, Petersilie, und guck, ob dein Schnee schon fest geworden ist. Was macht unser Teig? Petersilie? Gefällt mir. Er ist fertig hier. Ausschalten. Doch, das gefällt und mir hier, wirklich. Da, ob das schon fest ist, ein Gelee. Doch, da machen wir jetzt noch ein bisschen was grün dran. Ja, ich lasse die schwarzen hier mal weg. Nicht so sehr. Die schwarzen lassen wir weg, genau. Obwohl, die können wir ja nachher Johann zum Probieren geben. Das wird nicht ausgehen, ne? Wird nicht reichen, ne? Das ist halt nicht schnell. Definieren wir das. Ja, das haben wir jetzt einfach. Ja. Wir definieren das als fest. Soll ich noch einen Teller so schön machen wie diesen hier? Ha? Soll ich noch einen Teller? Nee, den stellst du mal da vorne hin. Ich mach jetzt den Couscous hier dazu. Ich guck mal. Mach das genauso, wie du das willst. Nee, hier hin, da. Ja, ich geh doch nur drum rum. Da kommt auch mein Bild. Da kommen. Na, dann guck mal, so kann es auch gehen, wenn man hier hinkommt. Du wirst angeschrien, die zanken untereinander. Bernd, wir beide lieben uns. Ja, natürlich. Wir sind schon Old Friends. Ja, noch zwei so Sendungen, Johann, dann sind wir demnächst Samstag hier nur noch zu dritt. Kommt keiner mehr zu dir. Hoppala, ich habe noch eine Idee. Ja. Aber Horst. Warte, wir müssen ja nur einen Teller machen. Nur einen Teller? Ja. Hat ja einen Vorschlag für dich. Ja, Johann. Nee, pass mal auf. Guck mal hier. Wir haben eine Sendung, die heißt Kinderküchenschlacht. Kinder, ja, da würde ich aber nicht bei gewinnen. Mit den Röllchen zumindest nicht. Petersilie, wo hast du die? Im Kühlschrank, komm mal. Rausgib und die Wachtel. Wie viel brauchst du? Überall die Flachbrettblättrige? Ja, das ist Petersilie, so genau. Hast du die Feinhacken, bitte. Ja, das wird gefährlich. Weil Johann wird das ja machen, aber weißt du, bei Johann, der hat doch ganz andere Kräuter wie wir. Der kriegt das frische Zeug, ja. Du. Rost. Ja, Johann? Nee, sag nichts. Sag nichts. Nein. Ich hab auch was für dich. Danke. Hast du noch ein bisschen von der Creme? Jetzt dann. Hol mal raus, bitte deinen Mürbteig. Dein Mürbteig. Nee. Den Mürbteig einmal rausholen, den Teig oben. So, jetzt muss man gucken hier, wie man das macht mit der Wachtel. Und die Wachtel kannst du auch rausgeben. Also heute weiß ich gar nicht, was ich gekocht habe, du. Weißt du nicht mehr, Johann? Nee. Das einmal geht Mürbteig. Mir auch jeden Samstag so, dass ich nie weiß, was ich gekocht habe. Guck mal, jetzt hat er Plätzchen gemacht. Ich habe mir hier so ein bisschen die Pfoten, aber ansonsten geht's mir gut. Spitzkommi Couscous, guck mal, sehr schön saftig. Wirklich kurz sehr angestellt. Schön. Na, dann kommst du mit mir, nimmst du dein Tellerchen an dich. Jetzt machen wir die Wachtel. Also ein bisschen ich komm stolz auch. Bitte? Ja. Ein bisschen stolz bin ich jetzt. Du kannst stolz sein, ich finde das sehr hübsch.
Das hier ist unser Tisch, der hübsche. Als hätte ich es gewusst hier mit den federfarbenen. Ja, stell's hier vorne ruhig hin. So. Huch. Bernd, dir ist was hingefallen. Ich wollte nur ein bisschen auf mich aufmerksam machen. Guck mal hier. Guck mal hier, die Wachtel, ja? Die Wachtel, liebe Zuschauer, in der Mitte schön rosa. Könnt ihr jetzt mal sehen hier mit der Kamera? Die Wachtel ist rosa. Ja. Und darauf früh, kommt jetzt noch ein bisschen. Wir essen früh. Aber Cranberry ist drüber mit Bienenkernen. Ich finde, Johanna, das ist fast so gut wie mein Ei. So, Nasan. So, guck mal hier. Wachtel. Jetzt nichts im Wort. Zu Rosine. Ja. So. Und jetzt müssen wir das Dessert anrichten. Und zwar, wo ist denn der Kokosmürbteig? Johann, wie lange soll man denn noch warten? Das ist der Kokosmürbteig. Den tun wir da drauf. Das ist Papaya. Die Förmchen rausgeben und ich hole das Eis. So, guck mal, sind die fest geworden? Johann, beeil dich, ich hab Hunger. Also man müsste es schon als fest definieren. Guck mal, Sorbet. Das schmeckt schon mal. Nö, das ist lecker. Der ist lecker. Guck mal hier, schönes Sorbet, jetzt schön Kohlrabi geschichtet, Möhrchen geschichtet. Nee. Die müssen in man einer schon als fest definieren. Form. Stell doch das Förmchen mit. Dann habe ich eine schöne Creme gemacht aus Sahne, Frischkäse. Also, liebe Zuschauer, ich muss mir jetzt vorstellen, dran. Das Förmchen wäre nicht dabei. Man muss sich nochmal stürzen, aber es ist nicht fest geworden. Aber das ist auch mal ein Beweis für Sie, liebe Zuschauer zu Hause, was wir hier machen, wirklich, wir das echt machen, nicht irgendwie aus dem Tiefkühler holen, sondern wirklich kochen. Und Gelatine genau. Braucht heute ein bisschen länger, manchmal, dass sie richtig fest wird. Das ist ein bisschen zu weich noch, dauert noch. Du warst ja so langsam beim Schneiden. Ja, natürlich. An wem hat es denn wieder gelegen? Obwohl, Johann, ich finde das sehr schön. Wenn ich das gemacht hätte, würdest du jetzt maulen. Nein, alles klar. So, guck mal, hier sind die Wachteln. Ich muss eins sagen, Bernd, und das ist mir ein Bedürfnis. Lecker. Hey. Bedürfnis ist wirklich, ehrlich, du warst großartig. Ja. Ja, wirklich. Ja. Und dafür kriegst du ein paar Blumen von mir. Ja, wunderbar. Du warst besser, du kriegst auch Blumen. Ich auch Blumen. So. Ja. Passt. Ja, Johann. Was Johann auf den Tisch stellt, kann man immer essen, ja? Ja. Was ich dir noch sagen wollte, ist vor allen Dingen die Optik deines Auflaufs. Johann, den Text habe ich dir gar nicht aufgeschrieben. Jetzt kam der Moment, wo wir uns verabschieden und nicht mehr darüber reden möchten. Meine Damen und Herren, es war ein wunderschöner Samstag. Nasan, du warst bezaubernd. Der Pfannkuchen ein Träumchen. Bernd, sensationell. Lass das in Ruhe, Johann. Und wie das schmeckt, sagt Ihnen der Herr Lapper nächste Woche. Nein, es gibt Momente im Leben, wo man nichts mehr sagen kann.